Hallo und willkommen zurück zu Stoneheart. Ich hatte letztens gesagt, ich würde es mal eine Weile nicht aufnehmen, Stoneheart, weil ich erstmal auf mehr Content warten wollte, aber ja, ich wollte jetzt mal wieder so ein bisschen nebenher erzählen und dachte ich mir, naja gut, ehe ich jetzt ein neues Spiel anfange, wo ich mich konzentrieren muss, oder ehe ich eins nehme, wo nur ganz wenig bestimmte Leute immer gucken, nehme ich lieber eins, das doch eher die meisten gucken auf meinem Kanal, und das ist ja Stoneheart. Also früher war es Planetary Annihilation, jetzt ist es Stoneheart. Und deswegen dachte ich mir, na gut, dann fange ich trotzdem mal ein Spiel an, Alpha 20. Ich habe mal nachgeschaut, habe Übersetzungsschmier schon geholt von Herrn Meister Dr. Wiese. Freue ich mich, dass er das immer noch so fleißig macht. Ich werde ihm auch mal was zukommen lassen dafür. Jedenfalls, ja, Stoneheart, die nächste Alpha soll nun schon noch eine Weile dauern. Das heißt, also zumindest hat so geklungen der Herr Meister Dr. Wiese, aber es kann auch sein, dass er nur die Übersetzung meint. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal wieder hier ein neues Spiel anfangen. Ich habe das ja letztens angekündigt bei Kerzenburg, dass ich da nicht weitermachen werde erstmal, sondern neu anfangen werde. Ich habe schon so viele Alpha-Patches sozusagen verarbeitet dort und ja, langsam muss ich mal mit den ganzen neuen Sachen auch wirklich von vorne anfangen. Und deswegen, ja, bin ich jetzt hier im Bildschirm und wir fangen mal neu an. Wenn irgendwas Neues jetzt ist, was mir auffallen sollte, dann werden wir das ja mal anschauen können. Dies ist die Geschichte von einer mutigen Gruppe aus Siedlern aus. Nehmen wir jetzt die oder die? Wir werden mal wieder in die Wüste gehen, glaube ich. Oder zumindest in die trockenen Gebiete. Also Rajas Kinder. Einer Gesellschaft von charmanten Meisterhändlern aus aller Welt. Auf der Suche nach neuen Ländern und Abenteuern machten sie sich auf. Ja, wir werden die Wüste nehmen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. In die Wüste von Palmum. Schwierigkeitsgrad? Es gibt jetzt drei. Achso, ja, drei. Ha, wollen wir den schweren Schwierigkeitsgrad nehmen? Ich habe mal ein bisschen überflogen, was hier in dem Patchnote so drin steht. Also das Moralsystem ist wesentlich aufwendiger gemacht. Und es soll wohl möglich sein, dass wenn einer angegriffen wird, dass die anderen Moral bekommen und mithelfen zu kämpfen. Und wenn jemand gestorben ist, soll er nicht unbedingt tot sein, sondern man kann ihn auch retten, in ein Bett schaffen und dort regeneriert er sich. Das heißt, wir sind nicht immer gezwungen jetzt, wenn einer doch mal alleine unbemerkt angegriffen wird und stirbt, dass wir dann erst einen neuen dann finden müssen, der den ersetzt. Das heißt, es hat Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass man dann vielleicht sehr, ja, ich weiß nicht, sehr defensiv spielt und nicht richtig einfach nur alles auf sich zukommen lässt, weiß ich nicht genau. Aber ich würde es mal probieren wollen. Wird vielleicht schlecht sein, wenn ich jetzt in der Wüste mit Rajas Kindern arbeite, die ja einen anderen, ich sag mal, Entwicklungsbaum haben, als die normalen in Grönland. Grönland. aber wir versuchen es mal mit gleich höherem Schwierigkeitsgrad. Dann beginnen wir. Ach stimmt, ja, wir können ja die Spieler jetzt erstmal auswürfeln. Wir haben hier einen, der ist gut vom Körper und einigermaßen gut im Verstand, aber der Geist ist nicht so gut. Das heißt, der hat nicht den Mut immer, der könnte wegrennen. Wir bräuchten eigentlich welche. Ich werde mal neu würfeln. Haben wir welche, die die beiden Sachen gut haben? Du hast wieder das gut, aber das nicht so gut. Ich meine, das ist ja erstmal ein Krieger und wir kriegen ja noch neue, aber die kann man dann schlecht beeinflussen. Wir haben aber auch niemanden, der hier bei Verstand, der bei Verstand ist. Ja, du bist guter Krieger. Ihr beide seid gute, obwohl ihr habt beide auch nicht so viel Geist. Fürs Tiere zählen bräuchte man wenigstens einen mit gutem Geist. Ich werde mal versuchen, ein bisschen besseres. Wir haben ein schweres Spiel, das heißt, wir müssen schon ordentliche Leute zusammentrommeln dafür. Du kannst gut craften, du kannst einigermaßen gut kämpfen, dir fehlt aber wieder der Geist dafür. Wir haben allgemein wenig, wir haben ständig keinen Geist. Wir sind hier nur Geistlose. Geist, Geist, Kämpfer, aber da fehlt wieder ein bisschen Geist. Ansatzweise Kämpfer. Und du hast hier Verstand und Verstand. Das heißt, wir haben zweimal Verstand, zweimal in Ansätzen Geist und zweimal in Ansätzen Kämpfer. So gesehen müsste das gehen, ne? Wir kriegen ja noch mehr und dann wird sich vielleicht sogar noch was Besseres finden. Aber erstmal, ja, denke ich mal, können wir das so machen. So, was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir haben das Problem, wenn wir Futter am Anfang wollen, dann sollte man Trapper-Messer nehmen, weil Hacke ist zu schwer, dann an bestimmte Sachen ranzukommen. Wir kommen zwar an Futter ran mit einer Hacke und Holzschwert, aber Hacke und Holzschwert können wir schnell bauen, mit dem man... Ah, Moment, wir sind in der Wüste.
Wir haben am Anfang nicht unbedingt den Holzarbeiter, oder? Das heißt, das ist ja ein bisschen anders, der Entwicklungsbaum. Und ein Trapper wird jetzt auch nicht unbedingt die beste Wahl sein in der Wüste, oder? Dann werde ich es mal... Ich könnte natürlich auch mehr Futter ranholen. Mach ich so? Ja, macht jetzt Geld wieder gut. Dann mache ich so und... Obwohl, Holzschwert brauche ich am Anfang. Obwohl, wenn, ich weiß nicht, ob man mit Holz gut jetzt sofort an Holz rankommt. Das ist das Problem. Das bringt mir nichts, wenn ich nicht das Trapper-Messer habe. Weil ich sonst nicht an Leder rankomme, oder? Aber an Stoff komme ich ran über die Dingens. Ne, ich werde noch ein bisschen Futter nehmen, denke ich mal. Ich hoffe, das geht nicht gleich wieder. Achso, man kann nur einmal nehmen. Das ist ja. Achso, hier geht's noch weiter. Moment. Dann nehmen wir alles einmal. So, würde ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass man hier scrollen kann. Gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Futter für den Anfang. Und das sollte erstmal gehen. So, jetzt können wir die Karte auch noch eine gute aussuchen. Mann, ey, jetzt bin ich schon 6 Minuten. Oh, wir haben hier sogar Wasserstellen. War das schon immer so? Bei der Wüste? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich hatte ja einmal in der Wüste gespielt. Kriegen wir hier noch mehr Wasser hin? Ich weiß nicht, ob es hier viel Wasser gibt. Oh, hier ist ja fast gar kein Wasser. Da hätten wir einen kleinen, winzigen, süßen Tümpel. Hier sind doch nicht wirklich zusammenhängende Berge. Hier hätten wir mehr Wasser. Wenn ich uns jetzt hierhin platziere, irgendwo in die Nähe, dann... Schauen wir mal, wie das aussieht. Baue Zäune um deine Weiden, damit dein Schäfer nicht mehr... Ja gut, das hatten wir ja damals auch schon mal gesehen. Oh, ich will auch endlich mal hier die anderen Tiere. Ich habe mich noch nicht einmal bei dem Tierhirten hier... Ah, das ist jetzt hier. Okay, drehe Mausrad, verwende plus minus. Okay, hier ist das Wasser. Das ist sehr flaches Wasser. Das ist nicht mehr alles so ganz tief. Oder es liegt nur an der Wüste, dass es eben flach ist, das Wasser. Stimmt ja, wir hatten ja die ganzen Wassermechaniken damals mal rumexperimentiert. Das ist auch alles nicht mehr ganz so steileckig. Das heißt, die versuchen schon ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Das ist schon nicht schlecht. So, was ist das? Ist das ein Kaktus? Ah, war das alles schon immer so? Da, der Kaktus hat sogar eine Blüte oben drauf. Wenn wir uns hier draufsetzen, dann kommen wir nirgendwo anders großartig hin. Das heißt, wir sollten schon auf die normale Ebene uns erstmal bewegen. Haben wir hier eine Ebene, um uns in Sicherheit zu bringen? Ich meine, vielleicht könnte man das als Sicherheitsebene nehmen. Die hat hier keine Verbindung. Ja, doch, das müsste fast gehen. Obwohl, hier kommen die runter, oder? Müsste ich hier vielleicht eine Leiter hinmachen? Da, die Ebene ist nicht verbunden. Das heißt, das müsste ich als Sicherheitspufferzone vielleicht einrichten. Gut, machen wir das mal. Würde ich sagen, fangen wir... Hier sind Steine, was ist das? Das ist bestimmt was zu essen. Würde ich sagen, fangen wir hier an. Romagbri. Wir haben ja auch hier oben einen... Ich wollte gerade mit dem Finger auf dem Dings zeigen. Hier oben einen Felsen, wo wir hoffentlich ein bisschen Metall finden. Wir lassen erstmal. Ich kümmere mich jetzt nicht um Namen und so. Ich will erstmal das Spiel ordentlich spielen. So, unser Futter und so haben wir hier. Jetzt fangen wir mal an. Was ist das jetzt? Salzkrautquelle für grobe Fasern. Ah. Wilder Kaktus, Heilpflanzen. Kleiner Kaktus, klein und stachelig. Großer Kaktus, beeindruckendes Exemplar. Das sind Bäume, ganz normal. Ja, ich muss dran denken, ich muss hier, brauche hier andere Materialien als sonst. Gibt es hier was zu sammeln? Ich meine, ihr könnt die Bäume hacken und ihr könnt die Kakteen abbauen. Mal gucken. Ich werde auch mal gleich ein Lager machen. Oh, ewig nicht mehr gespielt. Machen wir erstmal das größte Lager, das geht. Wo erstmal alles reinkommt. Wir können dann noch verändern. So. Dann erntet er hier auch mal ein bisschen ab. So. Ich glaube, wir brauchen viele Steine, oder? Hier ist ein Gehäschen. Mist, wir hätten doch einen Trapper nehmen können. Gut, was haben wir? Ändere Arbeit. Wir können jetzt natürlich... Ach, ein Töpfer war das. Erfordert ein Töpfermesser. Haben wir ein Töpfermesser? Woher haben wir ein Töpfermesser? Das kriegen wir also...
Das hier ist ein Töpfermesser. Ah, das sind nur, weil wir hier sind. Ach so, sonst haben wir die Holzsäge wahrscheinlich automatisch und hier haben wir das Töpfermesser automatisch. Genau, und deswegen haben wir kein Holz und deswegen müssen wir gucken. Kurz mal schauen. Du bist gut bei Verstand, das heißt, du könntest Töpfer werden. Es lohnt sich also sogar. Und dann würde ich gleich auch noch einen für Futter besorgen zum Farmer machen. Farmer musste... Wir nehmen einen, der hat einen guten Geist, damit er gleich mit Tieren zur Not arbeiten kann. Das warst du zum Beispiel. Ändere Arbeit, du wirst Farmer. Ups. So. Jetzt haben wir erstmal die zwei Leute. Keine Tagebucheinträge, Mann, Mann, Mann. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Also ich bin jetzt wahrscheinlich so weit, dass ich schon mal öfter ein Video machen kann, als nur einmal die Woche. Das heißt, oh, die unterhalten sich. Ist ja lustig. Die unterhalten sich. Oh, könnt ihr nicht noch Text drin stehen? Irgendwelcher Random-Text? Das wäre cool. Welche Ressourcen hier? Also ich schaff's jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Videos wieder aufzunehmen. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht mal am Wochenende, sondern unter der Woche schon kommen. Alles bereit für einen neuen Außenboss zu starten, ne? Meine Freunde, die Wüste. Meine Freunde, die Wüste begrüßt alle seine Kinder. Wir kommen morgen wieder, um nach euch zu sehen. Aber in der Zwischenzeit schicken eure Eltern euch diese Unterstützung für euren Start. 3 Körbe mit Kürbissen. Vielen Dank, geehrter Ältester. Sehr schön. Wir können ja gleich mal anfangen, in den Berg reinzuhacken. Weil es sich lohnt. Wieso kann ich nicht so lang? Naja, dann hacken wir erstmal so rein. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Weil Berghacken ist natürlich erstmal vorteilhaft. Wir haben aber kein Holz, aber wir haben... Ich könnte doch jetzt hier... Das war die Taste, genau. Hatten wir nicht jetzt auch noch einen Farmer? Ach so, da muss ich Felder anlegen, genau. Okay, okay. Du brauchst einen Töpferofen und eine Töpferscheibe. Anforderungen nicht erfüllt. Okay. Ach, wir hatten noch kein Zeugs und deswegen. Ach so, wir hatten noch kein Lehm. Kann man nicht irgendwie nach hinten ziehen? Wie konnte man denn nach hinten ziehen? Naja, ansonsten mache ich... Achso, stimmt, ja, jetzt weiß ich wieder wie... Ach, ist das lange her, ey. So ging das. Wir können natürlich dort dann irgendwann mal einen Tunnel reinsetzen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt ein Lager. Hier so, was nur für... Ressourcen ist, außer Holz, Pflanzen und Pelze. So. Jetzt kann man auch mal gleich dem Farmer ein bisschen was geben, was er machen kann. Das wird wahrscheinlich hier ein bisschen langsamer wachsen, ne? Kann man hier nicht alles machen? Ach so. Der braucht eine höhere Stufe. Das ist auch neu, oder? Zumindest habe ich es noch nicht erlebt. Goldener Kürbis, viel schöner, als es lecker ist. Okay. Wassermelone. Okay, dann machen wir hier Wassermelone. Die wird hoffentlich gut schmecken. Dauert eine Weile zum Wachsen, aber sehr lustig. Lustig zu essen? Okay. Ziemlich langweilig. Okay, dann haben wir was schnell Essbares und was langsam Essbares. Und dann... Was gab's hier noch? Pff, ja, machen wir das auch noch. Haben wir alles ein bisschen. Hat erstmal was zu tun. Ihr habt was zu tun, du hast was zu tun. Jetzt müssen wir dem Töpfer noch seine Werkzeuge hinstellen. Warte mal, haben wir die nicht irgendwo? So, muss ich erstmal... Irgendwie konnte man die doch schneller aufrufen, die Werkzeugsachen da. Hier. Töpferscheibe, die stellen wir gleich mal hier so hin. Und dann gibt es doch noch irgendwie einen Töpferstein oder so. Steinbrocken. Hat mir nicht noch so ein anderes Teil gebaut? Moment, wo sehe ich denn das nochmal? Ihr merkt, das ist alles lange her. Stadtlager, hier. Ja. Das Ding haben wir doch auch. Ach, ich sehe es, ich sehe es. Hier, versteckt. War schwer zu sehen. Oh, das ist ja riesengroß.
Punkt, Komma war das zum Drehen. Ja, genau. Machen wir es doch so, weil das gehört ja eigentlich so ein bisschen hier an den Berg ran. Hier ist das Lehm? Ich glaube, das ist Lehm. Da hacken wir auch mal weg, würde ich mal behaupten. Dann hacken wir es erstmal so weg. Und hier auch noch ein bisschen. So, dann haben wir noch ein bisschen Lehm, würde ich sagen. Das hilft dann dem Jungen hier. Oh Gott, des Willen haben die viel zu tun. Das müssen die alles noch wegschaffen, das war sonst nicht so viel. Warte mal, das wegmachen. Zinnerz, Gottes Willen, ich brauche einen Schmied. Ich brauche einen Schmied sofort. Steinbrocken. Woran sehe ich ein Lehm? Ist das hier Lehm? Haufen aus Lehm, ja, genau. Ist das hier Lehm? Nee, das ist Zinnader. Ah, Moment. Aber das hier kann ich nicht anklicken. Ich vermute, das ist Lehm, aber bin mir nicht sicher. Haufen aus Lehm. Jetzt kann man hier andere Sachen bauen, sehr schön. Ah, Steinmetz, Lehmmeißel. Okay, und Kräuterarztstab. Du brauchst aber Level 1 und dafür brauchst du Level 2. Lehmstapel kostet 18 Lehm. Eine kleine Urne, Lager, Stufe 1, 32 Waren. Alles so schöne Sachen, Betten müssen wir bauen, genau. Ein Lehmbett. Machen wir einfach erstmal für alle Lehm, was wir haben, Lehmbetten. Denn wir werden ja bald 7 Leute haben. Wir sind ja im Moment 6, oder? Oder sind wir 8? Nee, sind 8. Mist. So, dann schauen wir mal. Ja, mehr Videos werden jetzt erstmal wieder kommen. Allerdings kann ich nicht versprechen, es kann durchaus auch mal passieren, dass wieder viel zu tun ist, dass wenig Zeit ist, ich auf Dienstreise bin und irgendwas. Und deswegen gar nicht dazu komme. Dann hoffe ich, dass ich noch ein Video übrig hatte. Letzte Woche war es zum Beispiel so, wo ich dann das Baldur's Gate Video hochgeladen habe. Das hatte ich vorher die Woche schon aufgenommen gehabt. Und ja, das sieht lustig aus. Ach, das sind diese, ja genau. Goldenen irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Und ja, es wird immer mal wieder vorkommen, dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Dann kommt halt weniger Videos. Ansonsten denke ich mal, 2 bis 3 Videos in einer Woche werden schon gehen. Das Video ist jetzt erstmal wieder zum Zurückkommen, zum Zurückfinden, ein bisschen erzählen und so. Falls Edle jetzt schaut, wünscht mal Maria nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ich habe das vergessen letzte Woche. Wow. Aber jetzt dafür im Video. Und allen natürlich allen anderen, die auch Geburtstag haben, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. ja. Gut. Stellen wir gleich mal ein paar Betten hin. Und Stoneheart werde ich weiterhin hauptsächlich dann aufnehmen, wenn ich was zu erzählen habe. Das heißt, vielleicht einmal die Woche, vielleicht seltener, aber vielleicht auch öfter. Werd da sehen. Ja. Aber immerhin komme ich ein bisschen wieder zurück ins Video machen. Irgendwann will ich auch mal einen neuen Rechner mir kaufen, Mitte des Jahres, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. So, du baust Betten. Konnte man hier. Ach nee, das sind dann das gleiche Menü, nur man braucht halt das Gerät, um da was dran zu bauen. Der Farmer hat gerade nichts zu tun, deswegen hilft er hier. Wir könnten aber, wenn es ein schweres Spiel ist, schon mal aussuchen. Du warst doch hier Krieger. Du könntest Krieger werden, genau. Dann mach mal bitte den Krieger. Denn es könnte ja. Ups, hier ist mal mich auf die Sonne, weil ich dann schließen will, klicke ich aus Versehen auf die Sonne und dann kommt sowas raus. Du könntest ja Krieger werden und. Dann haben wir, falls die ersten Gegner kommen, und ich weiß nicht, wann die kommen, wenigstens was da Max Gesundheit und mehr Sachen zu bauen. Genau. Das heißt, du levelst schon mal schön. Wir könnten jetzt so eine Sicherheitsbanner machen. Dann würde ich sagen, machen wir das irgendwo oben auf dem Berg, wie gesagt. Hier so. Denn das scheint nicht erreichbar zu sein. Also vielleicht von hier oben aus. Weiß ich nicht, ist das ein Feld hoch? Kurz gucken. Das sind 3 Felder hoch sogar. Okay, also kommt man tatsächlich nicht hier hoch. Das heißt, die Gegner dürften ja auch nicht hochkommen. Das heißt, wir bauen eine Leiter hier irgendwo hin. Erst hier rauf und dann hier rauf. Und dann hätten wir so eine Sicherheitszone. Dort oben würde ich dann so eine Sicherheitsflagge hinbauen, dass wenn ich Stadtalarm oder so, wenn was Angriff kommt, dass wir das dann da hoch platzieren. Die Betten machen wir ein paar hier unten und einfach 2 hier da oben, damit wir dort Verwundete oder so hinballern können, sozusagen, falls, ja,
falls Gefahr besteht. Wir können vielleicht auch zur Not in der Höhle erstmal ein paar Betten platzieren. Ich will noch nicht gleich Häuser bauen, das kostet mich zu viel Zeug, glaube ich. Ist natürlich jetzt auch super, dass ich das direkt am Futter dran mache. So, dann bauen wir eine Leiter. Eine hier so hin. Und eine hier so hin, sobald ihr die erreichen könnt. Haben wir genug Holz überhaupt? Wie viel Holz haben wir denn? Wir haben nicht viel Holz, ne? Ah, es ist ganz schön knapp. Ah, wir haben Zinnerz ohne Ende. Wir brauchen unbedingt einen Schmied, damit wir das dann verkaufen können später mal. Oder eben Werkzeug oder Waffen daraus machen. Aber Zinn ist doch nur eine von beiden Sachen, um eine Legierung oder so zu machen, um dann was Gutes zu haben. So, stimmt, einen Heiler-Typen können wir auch machen. Haben wir irgendwelche Baumpflanz-Dinge? So eine Setzlinge? Ach, Setzlinge musste der hier auch machen, der Farmer, ne? Farmer. Ach nee, das ging hier immer. Moment. Ich bin immer ein bisschen verwirrt gerade. Mach mal einfach mal hier hinten. Streifen Setzlinge. Oh, Stufe 5. Okay. Achso, dann mach erstmal Brache. Ja, das können wir später noch ändern, glaube ich. Ach, jetzt haust du wieder ab. Hast du keine Lust mehr? Oder hast du Hunger? Weiß ich nicht. Wie viel Futter haben wir eigentlich noch? Das wird auch langsam knapp. Ja, doch. Langsam wird das knapp. Aber die Möhrchen sind bald fertig, oder? Ja, jetzt klaut euch doch das letzte Essen und verhungert mal alle eine Runde. Das ist nicht so gut. Tägliches Update. Ja, Essen haben wir gar nichts. Und statt... Wo ist denn die Moral? Achso, die Moral ist jetzt, wird jetzt anders gerechnet. Okay. Oder man braucht am Anfang... Die sind noch zufrieden. Okay. Oh. Moment, dann machen wir kurz Pause. Soll ich jetzt mal in Ruhe lesen. Wenn er draußen geschlafen hat, kriegt er Minusmoral. Aber wenn er ein gutes Essen gegessen hat, kriegt er Plusmoral. Okay. Ah, wenn die Moral gut ist, dann machen sie mehr. Wenn die Moral schlecht ist, machen sie weniger. Kann man das eigentlich übersetzen? Oder hat Wiese das, ist das als Bild gemacht? Wenn es nämlich ein Bild ist, dann wird er jetzt nicht rumbasteln wollen, ohne dass er ein neues Bild damit macht. Wobei er könnte vielleicht das sozusagen editieren, wenn er an die Bilddatei rankommt und dann die irgendwie als gemoddetes File irgendwo einfügen, wenn das geht. Aber das wird nicht bei der Übersetzung automatisch mit reingehen. Und dann könnte er sozusagen die Texte da ersetzen durch irgendwas anderes mit ein bisschen, ja, Edit-Programm und vielleicht sogar dem Original-Hintergrund, den er ja eigentlich nur braucht, ohne die Sachen hier. Dann könnte er mit dem Hintergrund alles da die Schrift neu drauf machen, vielleicht. Vielleicht ginge das sogar. Was, what do you see how your heartlings are feeling about learn what is impacting your town? It takes a village. Ja gut, wir sind ja noch im Aufbau. Ist ja jetzt nicht so, dass die Moral aus dem Nichts kommt. Wir müssen schon was dafür tun. Hier können sie ein bisschen schlafen. Hier oben haben wir einen Baum. Wir haben ja sogar zwei Bäume. Die würde ich sagen, die haul ich mal weg. Falsch, das. Das ist der Kaktus. Muss ich mal gucken, ob das Essen war. Ernte sorgfältig für Kaktusfeigen. Moment, da kommt was. Eindringlinge nähern sich. Ach, Stein, Leute. Bloß gut, ich hab ein Dingens. Handelskarawane. Hier kann ich Holz kaufen. Essen ist, glaube ich, wichtiger. Ach, ich hab kein Geld. Kann ich was verkaufen? Das bringt nur 2 Gold. Ich lasse das erstmal. Wo ist mein Krieger? Ah, da kommt der Krieger. Der müsste das ja eigentlich schaffen. Die sind ja nicht ganz so stark. Aber du bist auch jetzt noch nicht der stärkste Krieger. Zufrieden, alles in allem geht's mir gut. 179, 106, ja, die machen nicht so viel Schaden. Sind zwar viele, aber der erste ist ja gleich tot und dann gibt's wieder weniger Schaden und dann geht das alles. Nur regenerieren musst du nur können, wenn du einfach im Bett rumliegst wahrscheinlich. Das heißt, die nächsten Gegner werden dann schon schwerer. Das heißt, ich sollte bald ein neues Schwert basteln. Kannst du ein Schwert? Wer kann ein Schwert basteln? Weiß ich gar nicht. Oder ich mache einfach einen Kräuterarzt. Ah, hier ist der Text übereinander.
Bau mal so ein Teil. Und so kannst du so. Ach so, wir brauchen Stoffballen. Und dafür braucht man einen Schneider. So, du hast das gleich geschafft. Sehr gut. Wir brauchen Schneider. Wie kommen wir jetzt an Schneider eigentlich ran? Steinbrocken, okay. Was ist mit dir los? Oh. Trübsinnig, läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Oh, du Armer. Du Arme. Ne, bist du ein R? Joha Patu. Auszubildender Fußsoldat? Haben die ein Geschlecht? Weiß ich nicht. Trübsinnig, oh. Guck mal, der geht immer weiter nach links. Warum? Schmerz. Ermüdet. Meine Mahlzeit war roh. Okay, das ist alles nicht so gut. Wir haben unser Heim verlassen. Achso, jetzt hat er noch ein bisschen Plusmoral dafür. Okay. Regenerierst du HP? Nicht wirklich gerade. Geht langsam jetzt noch nach unten die Moral. Vielleicht hält sie sich über dem. Weil ich kann jetzt nicht unbedingt. Oh, jetzt geht die HP ein bisschen hoch. Gut. Ich kann jetzt nicht unbedingt hier einen unmoralisierten Kämpfer brauchen. Frühkürbis, verheißungsvoll. Ja, bald wieder Möhren. So. Du baust gerade so einen Medizinerstab. Und dann könntest du ja so ein Dinger bauen. Eins erstmal. Wobei, noch braucht man die nicht, ne? Noch haben wir erstmal keine Platz. Was sind das? Kleiner Gartenwächter. Ist ja süß. Aber es kostet alles Leben. Gibt es hier auch was, was nicht Leben kostet? Ich meine, wir können da ein Haus bauen. Aber es kostet bestimmt auch Leben, weil die ganzen Einrichtungsgegenstände kosten ja Leben. Muss doch was alles hernehmen. Woher nehmen wir nicht stehlen? Was ist das? Ungebrannte Vase. Ach so, kostet alles Leben hier. Menno, ärgerlich. Bodenfliese Mosaik. Oh, du siehst immer noch so fertig aus. Aber die Moral geht wieder hoch. Cool. Die Schmerzen sind mäßig. Das heißt, die HP, wenn die besser sind, dann geht's wieder besser. Ihr habt gerade nicht viel zu tun, ne? Okay, das habt ihr geerntet. Sehr gut. Also ist das Nahrung? Moment. Haben wir noch mehr davon? Ne, das ist so ein Kaktus. Wir ernten mal kurz das Zeug hier. Weil es bringt ja nichts, das jetzt einfach nur aufzuheben. Haben wir noch irgendwo so eine Kakteen zum Ernten? Ist natürlich doof, dass ich das vorher nicht wusste. Dann hätte ich eher nach so einem Ort gesucht, wo sowas dann zu finden ist. So Esskakteen. Hier. Geht mal das Zeug holen. Pflücken. Bisschen Steine noch. Ja. Wir haben nicht viel Lehm. Ich muss mehr abbauen. Ihr habt da abgebaut den Lehm. Wenn das Lehm war. Was ist das? Kupfer. Was passiert eigentlich, wenn ich den kompletten Felsen drunter ab aushöhle und dann sozusagen der Felsen schwebt? Fällt der dann runter? Ist hier Schwerkraft? Oder nicht? Wir machen mal hier drinnen auch noch ein Höhlenversteck. So, wenn ihr was zu tun haben wollt, könnt ihr da noch ein bisschen arbeiten. So. Aber Futter. Ah, nee. Futter ist noch nicht, immer noch nicht fertig. Babykarotte, klein, bitter. Oh, die Folge ist schon wieder so ewig lang. Upsi. Ich muss langsam fertig werden. Na gut, dann denke ich mal, werde ich die Folge erstmal beenden. Nächstes Mal können wir weiterspielen hier. Können wir gucken, ob unser Krieger wieder moralisch irgendwann wieder besser ist. Ah, er ist nicht Plus und nicht Minus. Gemein Bett geschlafen. Na, besser als gar nicht schlafen, oder? Oder auf dem Boden schlafen, das wäre noch schlimmer. Naja, gut. Wir haben hier so einen Kräuterarztstab, den wollte ich eigentlich noch jemandem geben. Das machen wir jetzt noch. Und dann... Da ist bestimmt jemand, der Geist gut hat. Dich vielleicht. Ja. Mach mal dich zu einem Kräuterarzt. Und nächstes Mal werden wir dann sein Setup ein bisschen verbessern. Und dann haben wir halt nur einen Krieger, der vom Kräuterarzt geheilt werden muss. Und dann hoffentlich so die Moral hält. Und dann haben wir halt nur einen Krieger. Aber vielleicht kriegen wir ja später mal, wenn wir einen Steinmetz und später dann Schmied haben, eine ordentliche
Ja, ordentliche Ausrüstung für ihn hin. Oder sie. Wahrscheinlich ist es eine sie, ne? Keine Ahnung, Eoha? Weiß ich nicht, ob das männlich oder weiblicher Name ist. Gehst du schon wieder schlafen? Ja, besser ist das vielleicht. Na gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gucken, ob ich ein ordentliches Ende dann wieder eingebaut kriege. Also Outro hier, Endcard oder wie auch immer. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.